Der Verband ist eine sehr starke Interessensvertretung, zugleich aber auch ein Verband, der sehr viel Kompetenz hat in Fragen der Wirtschaft generell. Dadurch ist es eine gute Interessensvertretung, aber auch ein Stück Beratung der Politik in Fragen, die für die Wirtschaft bedeutsam sind. Und davon hängt ja dann auch ein Stück weit unsere Wertschöpfung, unser Wohlstand in Deutschland ab, der für uns alle wichtig ist. Hamburg ist eine Stadt, in der sehr viel, zum Teil jahrhundertealte Familienunternehmen tätig sind. Und meine Erfahrung ist, dass Familienunternehmen sich einerseits sehr um ihre eigene Zukunft Gedanken machen, also als Familienunternehmen auf Dauer über Generationen weiter Bestand haben wollen, sich aber zugleich auch um ihren Standort kümmern, also in unserem Falle um die Stadt Hamburg, um die Interessen, die die Stadt insgesamt hat, also das Gemeinwohl mit im Auge haben und sich dann auch durch Sponsoring, durch ehrenamtliches Engagement, das man aufnimmt und unterstützt, sich nicht nur um das eigene Geschäft, sondern eben auch um ja, die solidarische Stadtgesellschaft bemüht. Und das ist etwas sehr Hilfreiches und Positives, was uns auch hilft an vielen Stellen. Ich wünsche dem Verband, dass er weitere 70 Jahre vor sich hat, in denen er so erfolgreich und auch stark die Interessen dieser Wirtschaftsunternehmen vertritt. Denn wir müssen ja wissen, dass Deutschland einen starken Mittelstand hat wegen der Familienunternehmen und dass das unsere Wirtschaft auch besonders widerstandsfähig macht, wenn es mal nicht so gut läuft. Familienunternehmen denken von sich aus über längere Generationen in die Zukunft, sorgen dafür, dass sie Investitionskraft erhalten, dass sie auf der Höhe der Zeit bleiben, dass sie digitalisieren, also immer weiterentwickeln, ihr Geschäftsmodell und an die Zukunft denken. Das ist übrigens etwas sehr Hanseatisches, deswegen ist Hamburg über Jahrhunderte immer größer und stärker geworden. Und ich wünsche dem Verband, dass er diese Art von Unternehmertum erfolgreich weiter in die Zukunft führt.